Bevor ich jetzt hier wie so ein Berserker da Richtung Haupteingang renne, wollte ich mal gucken, ob es hier unten vielleicht irgendwie einen Geheimgang oder sowas gibt. Wer weiß, möglich ist alles. Ich gehe einfach mal eine Runde schwimmen. Vielleicht haben wir ja Glück und hier ist irgendwas. Aber so einer Feste muss ja irgendwo ein Abwasserrohr sein, oder so. Könnte ich mir zumindest gut vorstellen. Wenn nicht, dann mache ich halt wieder die Berserker-Tour. Ich glaube, um jetzt hier einen auf lieb zu machen, ist eh zu spät. Da wir uns hier schon reihenweise durchgeschnetzelt haben. Ja, Mist. Ich glaube aber nicht, dass hier irgendwas ist. Ah, Moment. Oh. Da sind zwei Typen, die gucken genau in unsere Richtung. Aber da ist was. Halleluja. Ich glaube, da kommen wir echt rein. Ich hoffe, die Idioten da, die sehen uns nicht. Ja! Wunderbar! Halleluja! Kann ich da nur sagen. Wir sind drin. Geil. Okay. Erstmal gucken, wer hier so rumkreucht und fleucht. So, hier scheint keiner zu sein. Außer ein paar Ratten. Ah doch, da oben ist einer. Da ist einer. Okay. Mach dich weg. Ne, das wollte ich nicht. Ich wollte das. So, müssen wir denn hin? Torhaussteg. Torhaus in Besserung. Moment, ich muss eben mal kurz gucken. Optional, optional. Okay. Wir müssen auf jeden Fall zum Torhaus. Ups. Torhaus ist da. Okay, nochmal Nachtsicht machen. Scheiße, hier kommen wir gar nicht rein. Okay. Ist das alles, was Sie tun können? Ah. Sie enttäuschen mich, Mann. Warum kommen Sie nicht her und regeln das wie ein echter Mann? Die Aussicht ist toll hier oben. Ich bewege mich nicht. Spielen Sie jetzt nicht den Helden, Sie wertlose Missgeburt. Holen Sie mich doch, wenn Sie so stark sind. Dämliches Blaublut. Mal sehen, wie Ihnen das gefällt. Warten Sie, Blitzleiche. Jetzt zählen Sie doch mal. Okay, wir haben jetzt den Martin gefunden und jetzt... Was machen wir mit dem Typen? Eliminieren. Okay. Ich glaube, da nehme ich echt mal hier so einen Armbrustbolzen. Können wir den aus der Ferne platt machen. Ah shit, jetzt haut er ab. Okay, jetzt habe ich mir ein bisschen anders vorgestellt. Ihn da betäuben wir mal kurz. Oh. Scheiße, hat das einer mitbekommen? Der ist auf einmal so schnell weg, der Martin. Kacke. Oben rennt auch noch einer rum. Okay, ihn räumen wir mal kurz weg hier. So, den werfen wir mal hier rein. Ich hoffe, hier kommt keiner vorbei und sieht den. Und wenn doch, haben wir mal Pech gehabt. Ich muss gestehen, ich habe schon über eine Woche nicht mehr gespielt. Aber da gehen wir schon irgendwie hin hier. So, kümmern wir uns erstmal um den Pendleton. Er scheint da alleine rumzulungern. So, wie kommen wir denn da rein? Das ist natürlich jetzt die andere Frage. Probieren wir es mal über das Dach.
Obwohl, ne, das wird nicht klappen. Das sehe ich jetzt schon. Kann man denn da rein? Sollen wir uns heute Abend auf Whisky und Zigarren treffen? Kein Zweifel. Oh. Shit. Kommt der denn her? Du Spinner! Ah, shit, jetzt hab ich wieder alle am Hals. Naja, wäre auch zu schön gewesen. Scheiße, da kommt noch einer. Shit, jetzt hab ich die ganze scheiß verfickte Festung wieder am Hals. Ja, wie gesagt. Jemand wurde umgebracht. Oh. Ich hab schon auch gesagt, Schleichen ist nicht meine Stärke. Man merkt's immer wieder. Aber man kann nicht alles können. Scheißegal. Dann schnetzeln wir uns halt wieder hier durch. Keine große Show hier machen. Meine Hände langweilen sich schon. Zeig dich. Wo ist der Typ? Ah, da. Moment, jemand ist tot. Ja. Wenn ich dich finde, hast du nichts zu lachen. Sogar nicht nur einer, Junge. Und du bist auch tot. Mit deinem beschissenen Gerät da. Falscher Ort. Oh. Ja, da kommen die nächsten. Ey, wieso trifft er mich hier? Und tschüss. Wo bist du? Eine Leiche. Dafür wird jemand bezahlt. Ja, na, ich hasse euch, Junge. Ihr mit eurer Scheißknarre. So. Dein Kopf habe ich dir mal eben daneben gelegt. Das war's mit dir. Meinst du? Der Berserker ist zurück. Fürchtet euch. Da bist du ja. Stirb und laber nicht. Scheiße, Mann. Wie viele sind denn hier, ey? Jetzt wird es langsam eng hier, weil ich habe keine Heiltränke mehr. Noch mehr. Wow, fuck you, Alter. Wenn ich dich finde, hast du nichts zu lachen. Kontrollraumschlüssel. Boah. Das ist der Vorteil, wir kriegen zumindest den ganzen Kram, den die mit sich rumschleppen. So, jetzt wollte ich aber langsam mal wieder Heiltränke und sowas alles. Guck mal, von hier ist da eben ein Typ gekommen. Wo ist denn der hergekommen? Ja, vielleicht war der hier. Das kann natürlich sein. So, jetzt haben wir wieder an bestimmt 10 Leute gekillt. Jetzt haben wir dann zumindest ein bisschen freie Bahn. Sorry für die Leute, die mehr auf Schleichen und so stehen. Aber... Nein, 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 nein. Oh Gott, ein Schuss und ich bin platt. Okay, Mann und Kraft. Oh. Hier. Mach Bekanntschaft mit meinen Freunden. Danke, meine kleinen Ratten. Mit euch kann man arbeiten. Lasst euch schmecken. Zeit
für ein Schwachen! Zu mir! Stirb, verdammt! Nein. Nein, 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 nein. Nein, fuck you! Schwarze Magie! Heute Abend trinke ich auf die guten Leute, die du getötet hast. Na, wie viele rennen denn da rum, ey? Kann ja nicht sein. Okay, jetzt sind wir wieder hier. Dann können wir jetzt nochmal probieren. Oh Mann, ist aber auch krass hier, ey. Ich muss auf jeden Fall wieder hoch. Ist das alles, was Sie tun können? Sie enttäuschen mich, Mark. Warum kommen Sie nicht her und regeln das wie ein echter Mann? Die Aussicht ist toll hier oben. Ich bewege mich nicht. Spielen Sie jetzt nicht den Helden, Sie wertlose Missgeburt. Holen Sie mich doch, wenn Sie so stark sind. Dämliches Blaublut. Mal sehen, wie Ihnen das gefällt. Warten Sie, Blindschleiche. Jetzt ziehen Sie doch mal. Hier gibt es doch nirgendwo einen Weg, um hier hochzukommen. Nun werde ich mich erstmal zurückziehen und überlegen, wie wir in das Wachhaus kommen. Ich brauche etwas Ruhe. Okay, ich probiere mal was. Und schon wieder die gleiche Kacke. Ja, sicher. Nein. Na Mann, du bist ein blöden Wichser. Und die gleiche Schote von vorne. Wir haben auch nichts dabei, gar nichts. Okay. Bin ich doch noch irgendwie brenzlig auf dem... Oh! Oh nein! Ich weiß, dass du hier bist. Ich weiß, dass du hier bist. Ja, ja, du weißt, dass ich hier bin. Schlauer Bursche, ich will mir wiedersehen. Trotzdem kriegst du eins auf die Fresse. Wir wissen, dass du hier bist. Okay, hier muss so ein Wahltank rein. Um was zu machen? Jetzt hier einen Wahltank zu finden. Einen Wahltank meine ich zu finden. Artet nun wieder eine Sucherei aus. Naja, aber den nicht alles wisst. Dann kommt der hier rein. Sogar mehrere bestimmt. Aufpassen, ein Herumtreiber. Mal sehen, was passiert, wenn ich ihn nochmal in die Finger bekomme. Okay, da unten ist der Martin. Ich muss dahin, okay. Das könnte klappen. Auf Wiedersehen.
Ich wusste, dass Sie kommen würden. Aber Sie sind zu spät. Ich sterbe bereits ohne Ihre Hilfe. Ein Streifschuss. Woher auch immer. Was hätte ich Ihnen noch anbieten können? Geld? Ich bin pleite. Frauen vielleicht? Jeder weiß von Ihrer Affäre mit der Kaiserin. Sie mögen Edelfrauen? Sie sollten meine Cousine Silja treffen. Kommt, verdiene ich mir noch eine Beförderung. Okay, der Pisser ist tot. Den Martin, ja, wie kriegen wir den am besten? Ich weiß nicht, ob der Fall so weit kommt. Meine Hände langweilen sich. Ist er jetzt tot oder nicht? Wo bist du? Ich will ungern hier wieder runter. Jetzt, wo wir gerade schon mal hier oben sind. Was ist passiert? Hast du was von Gott bekommen? Aber der ist doch tot, oder? Ne, das waren Betäubungspfeile. Jetzt ist er tot. Sorry, mein Fehler. Okay, haben wir das auch? So, wir müssen da irgendwie rüber. Ah, lass mal die Armbrust direkt mal. Die ist ganz gut für weite Entfernung, logischerweise. Ah, hier, komm. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. So. Aber scheiße, das ist wieder so ein Blitzding. Aber das scheint kaputt zu sein. Nein, das ist nicht kaputt. Das ist nicht kaputt. Tja, wie krieg ich dieses Kackding denn jetzt kaputt da? Uiuiui, das war knapp. Boah, der zieht jetzt auf die Gegner, oder? Trotzdem traue ich den Dingern nie. Aber wenn jetzt hier Feinde kommen, dann locke ich die alle da rein. Haha. Ja. Tust du mir was? Ne, du tust mir nichts. Sehr gut. Der kann mal eine Runde schwimmen gehen. Damit er nicht so alleine ist, kann der direkt auch schwimmen gehen. Ja. Und tschüss. Ja, komm her. Sofort. Hallo. Ha. Kuckuck. Zurücktreten. Naja, schießen ist das Einzige, was ihr immer könnt. Scheiße, der ist nicht so doof und kommt mir hier entgegen. Kacke. Ich kann auch schießen. Scheiße, ich wollte ihn eigentlich hier reinlocken. Hat ja wieder toll geklappt. Super Pläne habe ich. Schön gedacht, aber schlecht umgesetzt. Naja, egal. Hauptsache, wir kommen irgendwie durch. Oh nein, sag bitte nicht, der hatte den Schlüssel. Nee, ne? Bitte nicht. Oh, danke. Danke. Puh, da fällt mir ein Stein vom Herzen.
ich echt einen Schreck bekommen. Puh, da verschickst du mir glatt die Sprache. Meine Güte. Ich habe echt gedacht, der hätte jetzt einen Schlüssel gehabt. Dann hätten wir aber die Arschkarte. Armbrust behalten wir mal, die war ganz nützlich. Ah, wo ist denn die jetzt? Wo ist der? Hier bin ich. Oh, der lebt ja noch. Shit, meine Gesundheit ist mal wieder echt toll. Und ich habe keine Heiltränke mehr. Ich versuche jetzt gar nicht mehr zu schleichen. Ich mache die jetzt hier alle nieder. Sind schließlich die Bösen. Oder bin ich der Böse? So wie ich mich hier durchmetzel. Egal, wir müssen die zukünftige Kaiserin retten. Und das mit allen Mitteln. Das ist ja eigentlich Brandbolzen. Spreng mir eine Granate, ich nutze hier viel zu wenig Sachen. Hat sich ausgepfiffen, Kollege. So, da geht's rein. Ah, wunderbar. Genau den brauchte ich. So, Emily kann nicht mehr weit sein. Finde Havelock. Der Verräter. Den will ich auf jeden Fall finden. Den in den Arsch treten. Uns nur benutzt. Hier ist merkwürdig ruhig. Das kann kein gutes Zeichen sein. Das riecht sehr nach Falle. Oh, ist eigentlich ganz schick hier und gefällt mir. Ist ein bisschen angeberisch mit dieser riesen Statue da. Und hier so Tierköpfe an der Wand ist auch nicht jedermanns Sache. Aber sonst... Ist echt so ruhig hier. Okay, ich gucke auf jeden Fall mal ein bisschen hier rum, bevor ich hier Elixier übersehe. Das ist das Einzige, was mich im Moment interessiert. Glaube ich sicherer als da unten. Vielleicht haben wir hier noch ein paar Elixiere. Ja, leider nicht. Okay, wir halten uns auf jeden Fall mal so lang wie möglich hier oben auf. Da wären wir auch über die Treppe rübergekommen. Ach komm, da unten ist eh keiner. Pistole brauchen wir nicht. Noch ein Elixier, sehr schön. Und noch ein Mana-Elixier, noch besser. So, jetzt noch ein Gesundheitstrank und Elixier, dann denke ich mal, schafft man das hier locker. Ist auf jeden Fall irgendwo eine Falle, bin ich mir sicher.
Die können mir nicht erzählen, dass sie gar keine Wachen sind. Im Leben nicht. Lassen ja die Toilette offen. Und aus der Badewanne trinken wir bestimmt nicht. Okay. Was ist das denn hier? Okay, gehen wir mal nach oben. Vorsichtshalber Schleichposition, obwohl die mich eh mal kilometerweit sehen. All die Dinge, die wir getan haben, feige Taten, derer ich mich schäme. Wie könnten sie uns jemals vergeben? Würden sie es, wenn die Lage besser wäre? Nein, so laufen die Dinge nicht. Sich einmal die Bürokratie eingeschaltet hat. Es wird kompliziert. Wenn es jemand erfährt, verlieren wir alle unseren Kopf. Niemand darf es erfahren. Könnten wir Emily kontrollieren, wenn Corvo dabei ist? Diese Frage werde ich nicht los. Zeit für unseren letzten Zug und er muss sitzen. Keine offenen Fragen. Nur wenige Mitwisser. Die, die am meisten zu verlieren haben. Tja, Junge, du wirst bald deinen Arsch verlieren. Und dein dummes Köpfchen. Dann ist hier Schluss mit lustig. So, kann echt nicht mehr weit sein. Boah. Geht zwar noch ein bisschen nach oben, aber... Da kommt bestimmt nicht mehr viel. Nein! Lassen Sie mich! Oh. Ruhig jetzt! Und beweg dich endlich, Kind! Was macht er da mit der Emily? Du Stück Scheiße da oben. Halt still, dummes Gehirn. Lass mich gehen, ich bin die Kaiserin. Hast du in deinem Kopf? Bleiben Sie, wo Sie sind, Corvo. Oder ich springe. Corvo, rette mich. Ruhe. Wird er nicht. Was machen? Corvo, Sie hatten Ihre Chance, ein Held zu sein. In einer Minute wird das hier nur ein weiteres Blut. Oh. Kurz im Prozess gemacht. Wie so oft. Ich hab immer gewusst, dass du kommst. Du bist mein Held. Die anderen sind alle tot, oder? Ist in Ordnung. Ich hätte eh alle hinrichten lassen. Na dann. Ich werde die Kaiserin sein. Da haben wir ja nichts falsch gemacht, oder? Wenn die eh alle hinrichten lässt. Ah, Chaosfaktor hoch. Passt doch. 21 Gegner und eliminiert sogar noch wenig für unsere Verhältnisse. Und wir haben alle getötet. Martin, Havelock, Tagebuch gelesen, Emily gerettet. Alle sind happy. Was wird in den Geschichtsbüchern stehen? Dass die Tochter einer ermordeten Kaiserin über einen Berg von Leichen ihren Thron besteigt, getragen von einem Attentäter namens Corvo? Nein. Sie werden berichten, dass Emily Caldwin die Erste in einer Zeit des Schreckens und der Korruption an die Macht kam und dass sie in einer Welt ihr Bestes tat, die weder gut zu kleinen Mädchen noch zu Kaiserinnen ist. Aber ob die Geschichten dich beim Namen nennen oder nicht, sie wird sich an dich erinnern, Corvo. Oh,
Okay, Errungenschaft, Dunwall in Chaos. Also, vielleicht hat er doch jetzt gar nicht angehört, fand ich. Und die Stadt, die war eh im Arsch und... Was kann man da groß ändern? Die Emily kann da so schnell auch nichts dran ändern. Also ich fand das Ende okay. Gibt euch bestimmt noch ein besseres Ende. Aber... Mir reicht das so. Ich weiß nicht, wie es mit euch steht, aber... Wie gesagt, ich bin mehr so mit der Metzel-Heini. Und ich habe auch ziemlich spät rausgefunden, dass das Auswirkungen hat, wenn man sich das einfach nur durchschnetzelt. Naja, da war es eh schon zu spät, von daher. Ist okay so. So, und das Spiel hat mir echt super gefallen, muss ich sagen. Und ich habe auch noch die zwei DLCs, beziehungsweise drei, aber die drei sind, der dritte ist glaube ich nur so mit Parkourlauf und tralala. Und zwei sind aber noch mit Story. Die ziehen wir uns auf jeden Fall auch noch rein. Kann sein, dass da so ein bisschen ein paar Tage Pause zwischen ist bis jetzt, ne? Hier von dem Ende und dann die DLCs kommen. Weiß ich aber noch nicht. Ich muss auch gucken, wie ich das hinkriege. Aber Firewatch läuft ja auch noch und hab da noch ein bisschen was zu gucken. Okay Leute, genießt den Abspann. Ich wünsche euch einen schönen Tag und einen schönen Abend. Wir sehen uns, hoffe ich, in einem der nächsten Videos. Daumen nach oben nicht vergessen, abonnieren nicht vergessen. Bis dann Leute, ciao. Thereafter once, we brought the disease.